Ihr da draußen, herzlich willkommen in der Brenz-WG. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber wir haben hier in unserer digitalen Wohngemeinschaft noch einen Platz frei. Und genau deshalb haben wir immer wieder Leute zu Gast, die Lust haben, hier dabei zu sein. Wir hatten schon einen Inspirationstrainer, einen Politikberater und sogar einen Bauchredner hier. Und auch heute haben wir wieder jemanden da, genauer gesagt zwei WG-Bewerber. Wer seid ihr? Was macht ihr? Stellt euch doch mal vor. Ich bin Judy. Ich bin die Alte. Der Alte braucht ihr auch. Okay. Nein, Frau verrät ihr Alter doch nicht. Ja, ich bin mit Patrick verheiratet. Ich bin in London geboren, aufgewachsen auf Barbados. Barbados? Hast du gerade Barbados gesagt? Ja, ich hab's auch gehört. Barbados. Es gibt wunderbare Sonne, das Wetter ist super, das ganze Jahr. Strand ist da. Ich will sofort dahin. Und das Essen stimmt auch. Also es gibt ganz abenteuerliche Sachen. Das Beste für uns ist, glaube ich, frische Kokosnussmilch. Dann für mich Rum, für Judy vielleicht eher so Mangosaft oder so, ich weiß nicht. Ne? Und Fisch. Oh, das klingt richtig gut. Aber sag mal, wer bist du jetzt eigentlich? Ich bin Teil vom Wir. Ich heiße Patrick. Ich bin 51 Jahre alt, die Muse von Judy sozusagen. Judy, was machst du eigentlich beruflich? Ich mache Musik. Ja, ich schreibe Lieder und ich singe und wir touren durch Deutschland und die Welt. Was heißt es dann für unser Zusammenleben? Ja, es gibt so musikalische Prozesse, die auch eine WG mittragen muss. Du musst nicht alles erzählen. aber das wäre jetzt schon wichtig für uns zu wissen. Also manchmal sieht man Judy da stehen und sie singt nicht nur für sich selber, sondern sie nimmt was auf. Dann darf man sie auch nicht stören. Das ist auch ganz wichtig übrigens. Du darfst mich stören, wenn ich das Lied versuche. Es ist nur die Idee. Dann ich singe in mein Telefon und dann wenn ihr reinquatscht, dann ist okay. Aber dann ich muss dann wieder aufnehmen. Aber ja, das ist kein Problem. Aber besser nicht. Ja, kreativer Prozess, ich verstehe schon. Also ich finde ja Musik hören und Konzerte grundsätzlich super. Wobei Musik machen wir eigentlich nicht so nur für Leute, sondern mit Leuten. Also es wäre, glaube ich, schon entscheidend, dass ihr mitwirkt. Oh Gott, das ist nicht so meine Welt, glaube ich. Aber meine, ey, das klingt großartig. Ich habe immer Lust, die Leute um mich herum irgendwie eingebunden in das Lied zu sein. Aber wie stellt ihr euch das denn vor? Ob das jetzt irgendwelche Rhythmussachen sind oder tänzerische Einlagen oder vielleicht kann Juliane rappt sicherlich auch, ne? Oder so, ich weiß es nicht. Also das wäre schon ganz wichtig, dass ihr euch auch aktiv beteiligt. Rappen? Echt jetzt? Nee, das kann ich nicht. Und so das heißt, Juliane, liebe Juliane, wenn du rappen möchtest und das wirklich dein Herzding ist, wir üben ein bisschen. Und dann, wenn du bereit bist, dann kommst du raus. Okay. Boah, also wenn das so ist, könnt ihr mir dann auch das Singen beibringen? Ich glaube, jeder kann singen eigentlich. Okay, dann versuch ich's doch einfach mal. And I will always love you. Und? lass uns über was anderes reden. Was macht ihr eigentlich so, wenn ihr frei habt? Also ich finde Essen immer gut. Ja, beim Essen bin ich auch dabei. Ja, und noch was? Ja, ich finde irgendwas wie Charades oder Charade. Rätsel oder Ratespiel, bei dem ein Wort, das zu erraten ist, pantomimisch dargestellt wird. Ja, man steht da und hat viel Spaß miteinander. Und es ist immer gut für Leute, die nicht unbedingt die Sprache beherrscht. So, Charades oder Charades. Mhm. Aber sag doch mal, wie ist das, wenn ihr so viel unterwegs seid? Da habt ihr doch auch bestimmt schon richtig krasse Situationen erlebt. Erzähl mal. Ich war im Gefängnis in Ungarn mit 20 Frauen, habe die Augen geschlossen, gesungen, dann die Augen geöffnet, am Ende oder mitten im Lied. Und alle, ich meine alle, haben wirklich geweint. Ho, singst du für uns auch mal was? Okay. Things are changing, and I'm wondering, oh, I'm wondering. Things are changing, and I'm wondering where it will end. Hammer. Judy, sag mal, wenn man deine Lieder anhört, dann singst du da ja auch immer wieder über Gott. Warum denn eigentlich? Ich wache auf und einer von den ersten Gedanken ist, ich bin hier,
Danke, Gott, das ist so cool. Ich bin hier, habe noch eine Chance. Aber auch in so schweren Momenten haben wir auch jemanden, den wir uns wenden können. Und was ist euch fürs WG-Leben denn wichtig? WG ist so ein bisschen wie Welt im Kleinen. Also bring deine Gaben ein, sei wer du bist, aber clean up your mess. Clean up your mess, das ist doch mal eine Ansage. Ich habe immer so gefühlt, ich müsste euch auch ein paar Fragen stellen. Ah, du Patrick, ich glaube, dafür haben wir jetzt wirklich gar keine Zeit. Wir müssen echt zum Ende kommen. Oder gibt es noch was ganz Wichtiges? Wir singen immer das ein Segenslied zum Schluss. Okay. The Lord bless you and keep you and make his face